Die sehen aber lecker aus, oder? Gibt's nichts dazu? Haben wir irgendwas zum Dippen? Ja, nimm das hier, bitte. Danke. Sind das Biohühner? Du isst doch sowieso kein Fleisch. Ich will nur wissen, wie sie gehalten wurden. Ich wollte auch Vegetarierin werden, doch dann könnte ich kein Schinken mehr essen. Und wann willst du in die Garage ziehen? So wie die Farbe trocken ist. Und wann ist das? In 8 bis 12 Stunden. Hilfst du mir dann, meine Sachen hochzutragen? Ha, ich denk drüber nach. Oh, entschuldige. Schon gut. Ich hab Hunger. Kann ich auf meinem Zimmer essen? Oh, ich dachte, wir essen alle zusammen. Ich wollte mir doch das Spiel im Fernsehen ansehen. Und ich muss auch mal das Stück durchgehen. Der Dramaclub macht morgen die Vorsprechproben. Und ich muss zur Arbeit. Das Beste wird sein, ich nehme mir das hier mit. Von mir aus. Welches Stück spielt ihr? Wie es euch gefällt. Und was sollt ihr daraus vortragen? Normalerweise würden wir irgendeinen Monolog aufsagen, aber Mr. Dimitri will irgendwas Spontanes. Was hat das mit Schauspielen zu tun? Also müsst ihr das ganze Stück auswendig lernen? So ungefähr. Ich würd's tun. Hast du nicht Lust, auch mitzumachen? Nein, ich dachte, ich hab's letztes Jahr gelesen. Hat mir gefallen. Sprich da doch auch vor. Wenn du Lust dazu hast, du wärst sicher toll. Haben wir noch Brot? Ja, versuch's doch wenigstens. Ich weiß nicht, ich... Ja, versuch's doch. Es wird toll. Mom? Ja? Wo ist das Brot? Danke. Der rechte Ständer muss weiter nach innen. Ah ja, da ist es. Ich muss sagen, ihr macht wirklich Fortschritte. Ja, finde ich auch. Ah, da haben wir es ja. Gibt's eine Kopie des Kaufvertrages? Mhm, sie ist mit drin. Karen Samler? Sam? Wow, hey. Oh Gott, du riechst so gut. Ist das immer noch dieser Vanille-Extrakt? Sei nicht so frech. Unglaublich, dass du das immer noch weißt. Hey, Judy. Hey. Ja, richtig, jetzt erkennt euch ja, ja, oder? Also, was ist das mit dem Vanille-Extrakt? Gar nichts, gar nichts. Mich holt anscheinend gerade wieder meine Vergangenheit ein. Ihr zwei kennt euch also auch? Ja. Weil ihr mit Rick arbeitet? Richtig. Stimmt, ja. Wie geht's Jamie? Das ist Sams Sohn, ein lieber Kerl. Es geht ihm gut, sehr gut. Er muss sich erst an alles gewöhnen. Aber es geht ihm ganz gut. Und ihr zwei seid also befreundet? Ja, sind wir. Wir sind Freundinnen geworden. Wow. Die Umstände. Oh, das ist ja dann recht kompliziert für alle. Hey, Judy, diese Säulen, von denen wir gesprochen haben, sind tragende Säulen. Also, Oh, hallo, Karen. Hallo. Sam? Hm. Ich bin eigentlich nur hier, um ein paar Papiere abzuholen. Und ich wollte dich ein bisschen nerven. Sind das meine Skizzen? Ich bin in einer Stunde mit dem Essen zurück. Ja, die größte Portion. Gut. Hallo. Hallo. Alle zusammen. Hey. Hallo. Hey, Judy, hast du die Unterlagen? Wow. Hi. Hallo, ich bin Sam. Jake Manning. Manning? Er ist, mein... Ex. Ex. Ja, Jake wird das Restaurant führen. Oh, hey, wow. Was haltet ihr davon, wenn wir alle zusammen essen gehen? Oh, War nur ein Witz, ein Witz. Die Unterlagen sind in der Küche. Ja klar, es war sehr schön, euch zu sehen. Euch alle. Und ich gehe auch wieder. Ich sehe sie mir durch. Danke. Entschuldigt mich. Mach's gut. Tja, das war jetzt wohl echt peinlich. Entschuldige, hast du was gesagt? Ich hatte völlig abgeschaltet. Das Ganze ist wieder mal deine Schuld. Alle Fäden laufen bei dir zusammen. Ja, ich bin das Bindeglied. Ich finde, wir sollten auch. Finde ich auch. Okay. Macht's gut. Mach's gut. Macht's gut. Ach, ich glaube, Lilly mag mich wirklich. Meinst du? Ja, das glaube ich fest. Was ist das hier? Oh, das sind Entwürfe für mein Schild. Ich, Gefallen sie dir? Sei ehrlich. Die sind furchtbar. Sag, was du denkst. Judy, das ist sehr wichtig. Damit präsentierst du dich. Weißt du, das ist, Ich weiß, ich habe da nicht so viel Ahnung. Deswegen habe ich einen Kunststudenten gesucht. Das war sehr nett und... Und billig? Ja. Ja. Sam? Ja? Was? Ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Geht mir auch so, seit kurzem. Wirklich? Mhm. Wirklich. Ich gehe jetzt. Okay, ich muss auch los. Thank you.
Der letzte Akt, mit dem die seltsam wechselnde Geschichte schließt, ist die zweite Kindheit. Gänzliches Vergessen. Ohne Zähne? Ohne Augen? Ohne Geschmack? Ohne alles! Danke, AJ. Wirklich gut. Soll ich es noch anders betonen? Nein, 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 nein. Ich denke, dein erster Impuls war sehr zwingend. Wer ist der Nächste? Grace Manning. Ach, die kenne ich doch. Hallo. Hallo. Hast du was vorbereitet? Sie sagten doch, das sollen wir nicht. Du hast also nicht Rosalindes Epilog auswendig gelernt. Ich habe ihn gelesen. Ist das etwa ein Verbrechen? In manchen Ländern schon. An euch geht meine Botschaft, schöner Jüngling. Dies hieß mich meine Phöbe übergeben. Vierter Akt, dritte Szene. Mir verzeiht, denn ich bin schuldlos. Bote nur dabei. Bei diesem Briefe müsste die Geduld selbst sich empören und den Lärmer spielen. Wer das hier hinnimmt, der nimmt alles hin. Sie sagt, ich sei nicht schön, sei ungezogen. Sie nennt mich stolz und könne mich nicht lieben. Wenn Männer selten wie der Phönix wären, ihr Herz ist nicht der Hase, den ich jage. Was schreibt sie da an mich? Hört, Schäfer, hört. Diesen Brief habt ihr erdacht. Nein, ich beteuere, ich weiß vom Inhalt nicht. Sie schrieb ihn selbst. Geht, geht, ihr seid ein Narr, den Liebe bis aufs Äußerste gebracht. Ich sah wohl ihre Hand. Sie ist wie Leder, eine sandsteinfarbene Hand. Ich glaubte in der Tat, sie hätte ihre alten Handschuhe an, doch waren's ihre Hände. Sie hat Hände wie eine Bäuerin, doch das... Dankeschön. Habt vielen Dank. Ich danke euch allen, dass ihr mich so verwöhnt habt. Mr. Dimitri? Ja, Alexa? Hier hat sich noch jemand kurzfristig eingetragen. Gut, und wer ist das? Jesse Samler für die Rolle der Phöbe. Ich habe ihr gesagt, dass sie ein Dachfenster einsetzen soll, weil es billiger ist, aber deins sie meint... ist besser als meins. Bahnt sich zwischen Sam und Judy was an? Nein, glaube ich nicht. Wieso nicht? Keine Ahnung. Ich könnte schwören. Ich weiß nicht, warum. Ich bin öfter mit den beiden zusammen als du. Ich schätze, ich würde das bemerken, oder? Würdest du nicht. Es ist mir auch egal, denn es geht mich gar nichts an. Dann denkst du es auch. Das habe ich nicht gesagt. Also gut, in Ordnung. Es hat vielleicht ein paar kleine Anzeichen gegeben. Was für Anzeichen? So kleine Blicke hier und da und... Ist mir auch aufgefallen. Die beiden sehen sich immer so eigenartig an. Das muss ja nur nicht gleich irgendwas bedeuten. Sei nicht blöd.